Du wolltest schon immer mal nach Ohio? Nee. Naja, wir werden trotzdem dorthin reisen. Und zwar werden wir uns heute, wow, bis nach Ohio graben. Wir fangen von hier oben an und graben uns bis nach unten, um so in Ohio anzukommen. Yeah, ich wollte eigentlich noch nie nach Ohio, aber naja, ich bin ready. Die Reise nach Ohio kann losgehen. Auf geht es. Und damit, hey Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coole Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke. Und ich gebe dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, wir befinden uns heute in Dick to Ohio, wo wir ganz, ganz oben anfangen und uns nach unten graben müssen, um in Ohio anzukommen. Was? Okay, alles hat sich zurückgesetzt. Ihr seht es. Unser Ziel wird es nämlich sein, uns nach ganz, ganz unten zu sprengen. Und dabei haben wir hier tausende Bomben. Ab geht es, Freunde. Wir, wow, sprengen uns jetzt, wow, ab nach unten. Achtung, Leute. Ja, die Sicherheitsmaßnahmen sind zwar nicht so hochgegeben, aber das ist der schnellste Weg, in Ohio anzukommen. Und ich meine, wer von euch wollte denn mal nicht nach Ohio? Hä? Keiner? Naja, ist mir egal, Freunde. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Ohio. Jetzt ist es zu spät. Das Ticket ist gebucht. Die Bomben sind gebucht nach Ohio. Und deswegen würde ich sagen, graben wir uns jetzt hier, oh, das ultimative Loch hier ab nach unten. Es geht richtig tief nach unten. Ihr seht, das ist gerade unsere Höhe. Wir sind gerade auf Höhe 4600. Alter Schwede. Und wir graben uns jetzt hier ab nach unten. Und wo sind eigentlich die anderen Leute? Kann mir irgendwer helfen oder sowas? Wir sind hier komplett am Rand. Wow, da ist fliegen Bomben runter. Alles klar. Jo, dankeschön, wer auch immer mir geholfen hat. Vielen Dank. Ihr könnt gerne mehr Bomben hier runterregnen lassen. Ihr seht es. Wir müssen jetzt hier rumspammen. Wir platzieren jetzt hier tausende, wow, Bomben, um uns bis nach Ohio zu sprengen. Wir können uns ja mal theoretisch so hier die Wand aufsprengen. Vielleicht finden wir dann andere Leute. Oh, Alter, es geht hier richtig, wow, tief nach unten. Let's go up nach Ohio. Ab geht's nach Ohio. Wow, hier gibt's auch noch ein Loch. Bam, und wir graben uns jetzt. Oh, hey, na, willst du auch nach Ohio? Der sieht ja total verwirrt aus. Alles gut bei Ihnen? Kann ich Ihnen weiterhelfen oder irgendwie sowas? Wow, Alter, ja, ist in Ordnung. Attacke, let's go, die Sprengung, kommt schon. Wir werden zu zweit nach Ohio uns graben. Wow, der ist runtergefallen. Alter, ich komme, mein Freund. Ich komme, bam, 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 bam. Ab geht es, wow. Alter, wie tief sind wir denn? Wir sind jetzt hier, wow, im Schneebiom schon angekommen. Ihr seht es, let's go, und haben schon die Höhe von 3000 Meter am Start. Oh, es geht hier richtig tief nach unten. Ihr seht es, die anderen Leute haben es natürlich auch hier, oh, richtig weit runtergegraben, weil jeder will nach Ohio. Oh yeah, was auch immer es in Ohio gibt, dass man da unbedingt hin will. Aber, naja, anscheinend wird es doch schön sein. Oh, okay, okay, hier hört's auf. Das bedeutet, den restlichen Weg müssen wir uns jetzt hier selber, ab geht es hier, nach unten sprengen. Aber, oh nein, wir haben nur noch 4 Minuten Zeit. Werden wir es in 4 Minuten schaffen, uns nach ganz, ganz unten zu sprengen, mit Hilfe der Bomben? Alter, das könnte ganz schön knapp werden. Aber, Freunde, wir werden es auf jeden Fall schaffen. Let's go. Ich will unbedingt nach Ohio. Wir sind schon hier bei der nächsten Schicht angekommen. Oh, schaut euch das Ganze an. Von da ganz, ganz oben haben wir gestartet. Und wir sind mittlerweile so, so tief unten. Also viel fehlt uns tatsächlich ja nicht mehr. Oh, ich höre gar nichts mehr außer die ganzen Bomben hier. It's raining Bomben. Und komm schon. Wir müssen doch eigentlich gleich da sein. Können wir schon sehen? Ich werde kommen. Was? Wir sind schon bei Minuskoordinaten angekommen. Und es ist immer noch nicht hier. Ey, das kann doch nicht sein. Ich dachte, es wird bei 0 oder irgendwie sowas sein. Aber anscheinend sind wir jetzt hier noch weiter unter der Erde bei Minuskoordinaten. Und wir finden es immer noch nicht. Und da sind wir angekommen. Let's go. Da sind wir in Ohio. Ein ganz normaler Tag in Ohio, Freunde. Einfach eine Rakete ist in einem Feld. Dann auch Thanos. Was geht ab? Ha, hier haben wir noch Thanos mit seinem Infinity-Handschuh. Ich werde die Welt zerstören. Na, was geht ab? Gib mir mal den Infinity-Handschuh. Aber was geht ansonsten ab in einem Tag in Ohio? Ja, es regnet natürlich Bomben von Himmel. Und Alter, von da ganz oben haben wir uns jetzt noch bis hier nach unten gegraben. Alter Schwede. Und hier gibt es natürlich auch einen Laden. Und hier können wir, warte mal, bei so einem Basketballtypen hier, mit Punkten hier was kaufen. Wie viele Punkte haben wir denn gerade? Wir haben 1000 Punkte. Wir können uns Dynamit kaufen, den wütenden Vogel, TNT, also verschiedene Spreng-Items. Und wir können sogar ein
eine New kaufen. Okay, okay, die können wir uns ja später mal kaufen. Aber ich würde sagen, wir kaufen uns das allererste Mal hier 5000 Punkte. Catching, let's go. Um uns hier das allererste Item freizuschalten. Nämlich hier Dynamit. Oh, und was ist das hier? Jetzt kaufen sie sich eins. Palüchen. Ah, man wird in ein anderes Spiel gezogen. Dann würde ich sagen, geht es jetzt aber hier mit unserem Dynamit ab. Oh, und let's go. Okay, das müsste jetzt eigentlich stärker sein als unsere ganz normalen Bomben. Und wir sprengen uns jetzt hier nach ganz, ganz, wow, unten. Okay, wir müssen einfach nur hier den Löchern folgen, dass wir so weit es geht wie unten möglich ankommen. Oh, oh mein Gott, wow, es geht richtig tief. Oh, nach unten. Und okay, hier sind wir stecken geblieben bei 3000 Metern, ey. Mal schauen, ob wir es jetzt mit dem Dynamit alleine schaffen werden. Wir testen mal aus. So, eine Bombe. Wie viel Damage wird die machen? Und bam, okay, so ein kleinen Damage. Und jetzt hier, oh nein, das Dynamit. Alles klar, es bleibt in der Ecke stehen. Und oh ja, es hat auf jeden Fall einen größeren Sprengradius. Das wird uns auf jeden Fall, oh, weiterhelfen. Let's go. Und, ah, das sind auch die ganzen Spieler. Hey, Leute, was geht ab? Ab geht es nach Ohio. Ab geht's nach Ohio. Yeah, die normalste Stadt hier der ganzen Welt. Alter, hier wird alles komplett niedergefetzt. Alles wird komplett, oh, einer lässt Bomben runterregnen. Alles wird hier komplett weggesprengt. Ab geht's. Okay, mit dem Dynamit geht es aber auf jeden Fall hier schneller. Wir kommen auf jeden Fall schneller hier nach ganz, ganz unten. Aber wenn wir als Team zusammenarbeiten, dann klappt das Ganze doch auf jeden Fall. Weil ich glaube, alleine nur mit Dynamit und Bomben wird das Ganze ultra schwierig sein. Aber Freunde, ihr seht es. Let's go. Zusammen als Team werden wir es auf jeden Fall schaffen, unser gemeinsames Reiseziel hier nach unten zu erreichen. Boah, wir sind schon minus 500 Meter wieder unter der Erde. Es geht wirklich ultra, ultra tief. Tief, ey. Was macht die Stadt da so tief unten, ey? Wir sind da ganz weit oben und sie ist da ganz unten. Okay, noch 2 Minuten. Oh, 40 Sekunden haben wir noch Zeit. Ich hoffe, wir werden es überhaupt, oh, zeittechnisch überhaupt schaffen. Let's go, Leute. Holt alle eure Dynamit-Dinger raus. Alles, was ihr noch habt. Ab geht es. Wir müssen uns jetzt hier nach komplett unten sprengen. Und oh, der Arme, der eine ist schon komplett explodiert. Ey. Oh, oh, oh Gott, alles klar. Yo, 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 wie wir auch. Wir sind jetzt auch hier komplett am explodieren. Aber Freunde, es geht jetzt hier richtig tief nach unten. Minus 1000 Meter haben wir mittlerweile erreicht. Oh ja, das sieht sehr, sehr gut aus. Komm schon. Ich hoffe, die Zeit wird uns nur nicht davonlaufen. Aber ich glaube, wenn wir jetzt hier ultra viel Dynamit rumspammen, dann sollten wir doch auf jeden Fall gleich ein weiteres Mal dort angekommen sein und wieder ein paar Punkte haben. Und mit den Punkten können wir uns gleich wieder neue Items im Shop freischalten, dass wir noch schneller unten ankommen. Oh, die werden alle total weggefetzt. Und oh, sind wir da? Ah, nee, okay. Ich dachte, wir wären schon da. Leute, wir sind gleich da. Wir bitten Sie um Geduld. Wir sollten jeden Moment auf jeden Fall in Ohio da sein. Bitte beruhigen Sie sich alle. Wow, wir werden selber hier komplett weggesprengt. Und let's go. Da sind wir angekommen. Da sind wir weiteres Mal angekommen. Wir haben hier ein UFO einfach am Start. Guckt euch das Ganze mal. Es gibt nichts in Ohio. Und so sieht es hier aus. Wir werden instant direkt wieder zurückgesetzt. Wir sind in Ohio. Wir sind in Ohio. Yeah, ab geht es. Und ihnen hat das so gut gefallen, dass wir jetzt nochmal dahin wollen. Aber Freunde, wir kaufen uns noch einmal 10.000 Punkte, weil ich habe ein ganz besonderes Item gesehen. Das will ich unbedingt haben, nämlich Freunde, TNT für 10.000 Punkte. Ha, das werden wir uns gönnen. Und wir haben jetzt einen Minecraft TNT-Block. Wie cool ist das denn? Und damit würde ich sagen, oh, was? Was ist denn da los? Alles klar? Dann haben wir halt keinen TNT-Block. Let's go. Und wir können uns, glaube ich, hier noch, wo war das Ganze? Eine Nuke freischalten. Let's go. Und dann würde ich sagen, ab geht es, Leute. Seid ihr ready? Mit dem TNT-Block und mit einer Nuke. Lol. Sie heißt Nuke, lol. Let's go. Können wir uns runterspringen? Okay, Freunde. Ich würde sagen, als erster Test machen wir eine Bombe. Mhm, alles klar. Das ganz normale Item. Jo, das ist der Radius. Nicht so groß. Dann haben wir als nächstes genau dieses Stück Dynamit gehabt. Leute, könnt ihr mal ein bisschen leise sein? Ich mache hier gerade ein Experiment. Boah, okay, da merkt man schon, es ist viel stärker. Dann haben wir als nächstes das Minecraft TNT, den Minecraft TNT-Block. Und zum Schluss, Freunde, die Mega-Nuke, die wir jetzt platzieren. Und bam! Oh mein Gott, und ich würde sagen, es regnet TNT runter. Wir spammen jetzt hier ganz viel TNT runter. Und dann würde ich sagen, ab, wow, geht es nach unten. Alter Schwede, was geht ab? Boah, die haben sich ja schon richtig tief gegraben. Leute, wartet auf mich. Ich komme mit dem ganzen Minecraft TNT, was wir jetzt hier gekauft haben. Geht es jetzt hier, okay, let's go. Ab nach unten. Boah, das ist ultra, ultra krass, muss ich sagen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zur Nuke. Achtung. Oh mein Gott, das wird jetzt alles wegfetzen.
Das wird jetzt alles wegfetzen. Ich glaube, damit haben die gar nicht gerechnet. Wir spammen jetzt hier das allerbeste und hochexplosivste Item, was es im ganzen Game gibt. Nämlich hier diese Nuke, die wir am Start haben. Bäh. Und alles explodiert. Ihr seht es, wie schnell wir jetzt hier abgeht. Es nach komplett unten geht. Und zwischendurch ein bisschen so Dynamit haben wir auch noch ein bisschen am Start. Ein paar Bomben natürlich auch noch. Und Minecraft TNT. Ich muss sagen, die sind mein Favorite. Einfach solche Minecraft-Blöcke hier. Let's go. Leute, kommt hier runter. Hilft ihr mir ein bisschen? Ah, vielen Dank, vielen Dank. Aua, das tut weh. Passt mal ein bisschen auf, ey. Nicht auf meinen Kopf, verdammt nochmal. Okay, wir graben uns jetzt nach ganz, ganz unten. Ihr seht es, die anderen Spieler sind auch hier fleißig am Start hier. Und wir sind immer nur so eine kurze Zeit in Ohio, leider. Wir können uns gar nicht richtig umschauen, was da abgeht. Auch wenn es da wahrscheinlich die verrücktesten, komischen Sachen gibt, ey. Ich meine, was haben wir bis jetzt gesehen? Wir haben irgendwie Thanos war da irgendwie. Eine Rakete ist abgestürzt. Ein UFO ist gelandet. Also ein ganz normaler Tag, würde ich sagen, in Ohio, oder? Und komm schon, wir sprengen uns jetzt hier noch ein allerletztes Mal ab nach unten. Ich will mir das Ganze auf jeden Fall noch mal ein bisschen genauer umschauen, was es dort alles so unten zu entdecken gibt. Aber ich glaube mal, Freunde, dann soll das Ganze gewesen sein. Unsere Reise, die dauert aber wirklich super lange, bis wir uns hier nach ganz unten sprengen. Aber mit Hilfe unserer Nuke, ihr seht es, wir sind jetzt schon gleich auf Null, also in dem Minusbereich. Let's go, das bedeutet, wow, das sieht so krass aus wie Eis immer. Oh, Achtung, Bomben regnet. Der ganze Server, alle Leute werfen von ganz oben einfach Bomben runter, die dann hier unten explodieren. Und oh, jetzt ist aber ganz schön ruhig, muss ich sagen. Ach, eine kurze Kaffeepause, würde ich sagen. Oh nein, und sie lässt wieder hier Bomben runterspringen. Okay, das war's, glaube ich, mit der Pause. Ab geht es. Wow, oh, die sind ja schon ultra tief. Das habe ich ja voll, fast verpasst. Leute, ich helfe euch mal hier. Eure Bomben sind nicht so stark hier wie meine Nuke hier. Minus 1000 Blöcke sind wir jetzt hier schon unter der Erde. Dann würde ich sagen, komm, Freunde, zum Schluss zünden wir noch ein bisschen Minecraft TNT. Oh yeah. Bisschen TNT an, um natürlich hier nach ganz, ganz unten anzukommen. Ab geht die Post. Oh, alle sprengen sich hier nach unten. Ihr seht es. Kommt, kommt, kommt. Wer zuerst da ist, Freunde? Mal schauen, wer der allererste sein wird, der ganz, ganz unten ankommen wird. Ja, mal schauen. Ich glaube, wir sind schon relativ weit unten. Viele stehen auch einfach oben und probieren es wegzusprengen. Aber ich würde sagen, minus 2000 Meter. Jeden Moment sollten wir auf jeden Fall da sein. Komm schon. Die letzten Blöcke und... Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist es? Wo ist es? Ich will es nicht, das... Let's go, wir sind in Ohio. Und warte mal, wieso sind hier riesengroße Hotdogs, sind hier auch, FIFA auch am Start. Da hinten ist doch einfach so ein UFO. Ach, hier mehr Transformers. Ich bin es, Optimus Prime. Hier ist auch ein UFO gelandet. Ah, schickes Auto, ein ganz normales Auto. Haben wir auch in Ohio am Start. Das ist wirklich zu lustig. Was geht denn hier? Da haben wir noch so einen Verkaufsstand. Ey, das ist ein Among Us. Mit so einem Among Us Mülleimer hier. Ich verkaufe Hotdogs zu verkaufen. Und riesengroße Pilze. Also was ganz normales. Und noch ein Skelett ist hier. Aha, sehr, sehr interessant. Aber ich denke mal, Freunde, das soll es jetzt gewesen sein. Das war jetzt unsere verrückte Reise nach Ohio. Wir haben uns jetzt wirklich mit Bomben, TNT, Dynamit und mit einer Nuke nach ganz, ganz unten gesprengt. Ha, und nach ganz unten gegraben bis nach Ohio. Und diese Stadt ist wirklich nicht normal, ey. Da passieren wirklich die verrücktesten Dinge. Ihr habt es gesehen. Achtung, es kommt eine Nuke nach unten. Oh. Und dann würde ich auch sagen, Freunde, das ist mein heutiges Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coole Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Celtic Army. Und dann sehen wir uns morgen wieder beim neuen Video. Bis dahin. Tschüss.